Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die Beauty.at Box zeigen, die jetzt im Winter zu uns gekommen ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Beauty.at Box ist eine Box, die man bestellen kann. Alle Vierteljahr ist das dann ja, glaube ich. Ne? Jetzt sehr, sehr bald müsste dann auch quasi die für das erste Quartal 2023 bestellbar sein. Die hat immer eine super lange Lieferzeit. Und wir haben hier aber immer, also eigentlich, ziemlich geile Produkte drin und die kostet aber eine Stange Geld. Inklusive Versand sind wir bei ungefähr 45 Tacken, das ist ganz schön viel, finde ich. Aber es lohnt sich eigentlich. Also wir gucken jetzt einfach mal zusammen hinein. Ich teile das auch immer gerne auf Instagram, wenn ich halt sehe, dass die wieder verfügbar ist, ne? Und ja, ist halt kein Abo, das heißt, man muss dann immer wirklich zusehen, dass man die auch bestellt. Das ist immer nur in einem gewissen Zeitfenster möglich und die sind auch immer limitiert, ne? Sind aber sehr begehrt und sehr beliebt und ja, eigentlich, wenn man die kaufen will, dann kriegt man die eigentlich auch, ne? Ich habe die jetzt einfach mal aufgemacht. Riecht soweit nach nichts. Wir haben hier manchmal auch Nahrungsergänzungsmittel und so ein Kram drin. Das finde ich jetzt nicht so bombastisch. Du hast beim Bestellen aber auch immer die Möglichkeit zu sehen, was drin ist. In den 2 Monaten, nachdem die Box dann ja quasi bei einem eintrifft, nachdem man bestellt hat, oder 3 Monate sogar, hast du es aber schon wieder längst vergessen. Wir haben auch hier so Flyer gedünnt, nicht Flyer, es sind DIN A4 Zettel, wo die Produkte halt nochmal beschrieben sind, drin enthalten. Und hier haben wir auch jetzt mittlerweile ein Motto drin, was dann auch quasi auf die Produkte zutrifft. The Very Merry Xmas Box. Da klingen süß die Glöckchen, wenn liebevoll ausgewählte Gaben auf kleine und große Weihnachtsengel warten. Die Very Merry Xmas Beauty Box, prall gefüllt mit entzückenden Gaben zum Freuen, Verwöhnen und zum Weiterschenken. Glück und Gold, Gesundheit und strahlendes Aussehen. In der neuen Beauty Box finden sich glücksbringende Düfte, kostbare Hautpflege, großartige Make-up-Accessoires und vieles mehr als perfekter Begleiter durch den Winter. Okay, dann ziehen wir uns mal rein, was wir hier so drin finden werden. Ich mache die einmal auf. Und zuallererst springen einem immer so ein bisschen Flyer und so entgegen, weil irgendwie muss die Box sich dann ja auch quasi finanzieren. Ne? Skin Beauty und Elemis. Haben wir hier Elemis drin? Okay, cool. Upsala, dann habe ich hier von Clarins das erste Produkt. Das wird wahrscheinlich The Power Duo That Promotes a Younger Looking Eye Area. Total Eye Lift, 1 ml. Das ist eine Augencreme. Und das andere, warte mal. SOS Lashes Serum Mascara. Okay, Karamell, 3 ml. Da müssen wir gleich mal gucken. Also hier haben wir auf jeden Fall die 2 Produkte drin enthalten. Lashes Serum Mascara. SOS Lashes Serum Mascara. Ich gucke mal eben, ob ich dazu hier was drin finde. Sind Ihre Wimpern durch ungeeigneten Make-up-Entferner-Extensions oder den häufigen Einsatz der Wimpernzange strapaziert und weniger dicht? Dann sorgt SOS Lashes Serum Mascara für neues Volumen, Dichte und ein natürliches Make-up-Ergebnis. Kombiniert mit dem Clarins Lash Boosting Complex erscheinen die Wimpern mit jeder Anwendung sichtbar länger, dichter und gestärkter. Die Formel besteht zu 94% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, biologisches Rizinusöl, umhüllt und kräftigt die Wimpern. Das kenne ich tatsächlich auch als natürliches Wimpernpflegeprodukt. Ne? Die SOS Lashes Serum Mascara ist ein revitalisierendes Serum und Primer für natürlich gepflegte Wimpern. Clara, SOS Lashes Serum Mascara 3 ml. Also das machst du dir dann unter dein, unter deiner Mascara drunter, also quasi als Primer stand hier auch drauf. Karamell, ja, das ist tatsächlich auch in so einem bräunlichen Ton. Hat so ein Bürstchen, was aussieht wie Moosgummi, oder? Sieht aus wie Moosgummi. Ja, riecht jetzt sicherlich nicht nach Karamell. Das riecht sehr alkoholisch tatsächlich. Werde ich mal ausprobieren, ob das auch wirklich funktioniert. Ne? Also ich meine, ich kann mir das noch gar nicht so gut vorstellen, dass ich Rizinusöl als Base-Produkt quasi und dann darüber was mache. Ich weiß nicht, ob die Mascara, die da drüber kommt, nämlich hält, weil mit Öl kann man sich ja normalerweise abschminken. Aber okay. Und dann halt hier nochmal die Total Eye Lift, also quasi eine Augencreme. Ja, schön. Das ist auf jeden Fall was Praktisches. Dann habe ich hier drin Black
Current Sugar Free Grethers Pastilles for Throat and Voice. Oh. Zuckerfreie Pastille mit schwarzer Johannisbeere, wohltuend für Hals und Stimme. Sowas kann man doch immer sehr gut gebrauchen, wenn man zum Beispiel einen Job hat, der sehr kommunikativ unterwegs ist, so wie dieser hier. 12 Pastillen habe ich hier drin enthalten und das ist klasse. Also sowohl ich werde da meine Freude dran haben, als auch sowas ist auch gut was für meinen Freund. Ne? Der hat auch jobtechnisch ziemlich viel Kommunikation am Start. Dementsprechend macht es Sinn. Nee, finde ich gut. Passt jetzt auch in die aktuelle Zeit. Ne? Das ist alles so Erkältungszeit. Mein Papa hat zum Beispiel bis heute noch nicht wirklich geschafft, Julius zu besuchen, weil die, seitdem Julius auf der Welt ist, die Schnodderseuche am Start haben. Das ist ziemlich uncool. Ja, kann man nicht anders sagen. Dann habe ich hier was drin enthalten, was ich auch schon mal leer gemacht habe, was ich gerne mag. B-Oil Hautpflegeöl, 100% natürlich, 25 Milliliter. Ich glaube, das hatte ich auch sogar schon mal in einer größeren Größe da und fand das wirklich sehr angenehm. Habe mir das aber jetzt nicht irgendwie nachkaufen wollen, weil ich das dann doch relativ hochpreisig fand. Also man freut sich, wenn man das in der Box mit drin hat, finde ich. Spezielles Pflegeprodukt für Narben und Dehnungsstreifen. Sowas ist definitiv etwas, was ich für mich persönlich auch gut verwenden kann, also auf dem Körper. Ne? Dehnungsstreifen habe ich jetzt nicht durch die Schwangerschaft, aber eben damals durch meine Wachstumsgeschichte. Dementsprechend Oberschenkelinnenseiten sind bei mir ein bisschen gestreift und da hilft sowas immer auf jeden Fall und ja, ne? Macht da alles ein bisschen geschmeidiger und mittlerweile siehst du da auch kaum noch was von, seitdem ich halt auch regelmäßig solche Öle und so verwende. Und sowas verwende ich natürlich jetzt auch ganz gerne an meinem Bauch. Das ist auch immer sehr schön und an meinen Hubis auch. Okay, also alles bislang Produkte, wo ich sage, Mensch, da kann ich gut was mit anfangen. Dann habe ich hier was drin von Kaya. Das ist eine Marke, die habe ich letztens bei Maxim gesehen. Die hat er ja auch getestet und Schickimicki hat die, glaube ich, auch getestet. Ich weiß gar nicht, ob Chiquitas Place die auch mal getestet hat. Ich meine da irgendwie sowas noch im Hinterkopf zu haben. Und zwar ist hier ein Lippenstift drin in der Farbe Adore You. Und Schatzi macht unten die Jalousien runter. Und ja, Kaya ist so eine Marke, die jetzt auch immer mehr so auf Social Media zu sehen ist. Und das finde ich auch sehr interessant. Ich meine nämlich, dass ich so noch nicht wirklich was von der Marke habe. Und das ist dann jetzt das erste Produkt. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Das ist so ein richtig toller Nude-Ton. Ich mache mal eben meinen Lipgloss ab, den ich hier drauf habe. Das ist mein Tuch, was ich eben verwendet habe. Da sind auch meine Pinsel drin, als ich mich eben geschminkt habe. Interessiert euch bestimmt total. Aber so kann ich meinen Lipgloss eben abmachen. Den möchte ich nämlich wirklich ausprobieren. Da habe ich echt Bock drauf kommen. Ich habe jetzt hier gerade, wobei da sind die Spiegel noch abgeklebt, glaube ich. Ja, etwas, was ich für ein Reel verwenden wollte. Der fühlt sich echt angenehm an. Sehr, sehr cremig. Oh, der riecht angenehm nach Vanille. Oi. Ne? Nicht jeder mag das wahrscheinlich, dieses sehr, sehr nude-helle. Aber also wenn man das tatsächlich noch ein bisschen intensiver haben möchte, macht man sich vielleicht noch einen dunkleren Lipliner mit drüber oder so. Aber es ist so leicht auf den Lippen. Und es macht halt auch richtig schön weiße Zähne. Und es passt natürlich jetzt auch gerade zu meinem sehr zurückhaltenden Look heute. Ich mag's leiden. Das ist cool. Das ist richtig cool. Vor allem, dass es so eine tragbare Farbe ist, feiere ich gerade sehr. Warum ich das gerade zurückgesteckt habe, keine Ahnung, weil eigentlich brauche ich die Verpackung jetzt ja nicht mehr, ne? Steht hier auch drauf, Adore You, genau. Sehr toll. Mag ich gerne leiden, wirklich. Dann habe ich hier was drin von Neutrogena. Sofort einziehende Handcreme, nicht fettend, mit Glycerin und Vitamin E, spendet Feuchtigkeit, pflegt und schützt die Hände mit neuer Formel, 75 Milliliter. Ich habe super trockene Hände in letzter Zeit, weil ich ja richtig, richtig häufig aktuell meine Hände auch wasche. Immer bevor und nachdem ich natürlich Julius wickel oder, keine Ahnung, beim Stillen und ne, wie auch immer. Und dementsprechend, ich habe richtig trockene Hände. Also gerade diese Hand ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich auch noch einen Fail gehabt, weil ich eine Körperlotion gedacht habe, verwenden zu wollen. Die hatte so einen Ten-Booster mit drin. Aber ich dachte ja, okay, ist eigentlich Jacke wie Hose. Wird wahrscheinlich mit Aloe Vera oder sowas sein, ne, was dann dementsprechend dann auch die Haut durchfeuchtet. Pustekuchen, das war leider so ein Selbstbräuner, sodass ich jetzt so zwischen den Fingern hier auch irgendwie auch noch eingefärbte Gedönsgeschichten habe. Ergo, richtig gut, dass ich jetzt hier eine schöne Handcreme habe.
Definitiv, ne? Und die werde ich dann auch mal ausprobieren. Ich habe jetzt aktuell mir eine andere zur Seite gelegt, die ich eben auch schon mal angewendet habe. Das ist hier von Alessandro Spa eine. Fand ich jetzt von der Pflegewirkung nicht so intensiv, aber die hier wird wahrscheinlich sehr schön pflegend sein. Okay, kommt dann demnächst mal in Anwendung. Dann habe ich hier als nächstes Pure Luxury Gold Mask mit Apfelstammzellen. Von Natural Bee klärt und strafft. Ach, guck an. Apfelstammzellen, Gold und Hanf. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist natürlich edel, edel, ne? Und das ist immer so die Sache. Wir haben hier manchmal so Sachen drin enthalten. Das ist schon ziemlich cool. Manchmal haben wir auch richtige Klopper, was diese Werte angeht. Also zum Beispiel diese Marke kenne ich jetzt nicht, aber da ist Gold drin, Leute. Läuft. Skin Beauty Products bei Sigrun Frohna. Made in Austria. Ja, ist ja auch eine österreichische Box, ne? Und dann haben wir hier so ein edles Moped. 15 bis 20 Minuten lässt es drauf, einmal pro Woche anwenden. Ja, sowas kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass ich das dann auch in wöchentliche Anwendung nehme. Ich habe ja bei mir im Badezimmerschrank auch oben 7 Tubenmasken immer stehen, sodass ich mir jeden Morgen beim Zähneputzen einfach eine Maske drauf mache. Und da kann man machen. Die sieht auch richtig gold aus, ne? Das ist natürlich ganz wahnsinnig krass hier, aber ist natürlich noch zu. Ja, da habe ich schon Bock drauf. Sehe ich aus wie Goldmarie. Finde ich cool. Ja, also bislang wirklich eine sehr gelungene Box. Dann gucke ich mal weiter. Hier habe ich was ich meinem Freund geben kann von S. Oliver. Okay, Scent of You, Showergel und Shampoo. Okay, so ein 2-in-1 Moped, 75 Milliliter. Jo, kann man machen, ne? Also, mein Freund ist auch jemand, der gerne so ein 5000-in-1 Produkt verwendet. Hauptsache, es ist simpel. Oder es riecht angenehm. Ja, das kann er wohl mal verwenden. Das riecht auch so wie Produkte, die er verwendet, ne? Jo. Also, warum nicht eigentlich? Finde ich gut. Jo, freut man sich doch. Dann habe ich hier noch etwas drin von Sebamed, eine Pflegedusche. Eukalyptus und Minze. Das wird aber nicht bei uns bleiben. Ist eine limitierte Edition, weil sowohl mein Freund als auch ich, wir sind jetzt nicht so Ultra-Fans davon, wenn du dieses frische Gefühl auf der Haut hast. Mag ich gar nicht, weil wenn das dann irgendwie runterläuft und dann irgendwo, ne, an die Schleimhäute kommt, dann denkst du echt, du würdest da Erfrierung schlimmsten Grades bekommen. Gar nicht meine Welt. Mein Freund mag es auch nicht. Medizinische Hautpflege, nachhaltige Verpackung, das ist wundervoll. Ist auch eine Full Size mit 250 Millilitern. Aber wie gesagt, das ist einfach von diesem Feeling her nicht so ganz unser Ding. Ich weiß auch nicht, ich meine, gut, ja, Eukalyptus und Minze ist natürlich so ein kleiner Moment für Inhalation. So. Vom Gefühl her, ne? Aber hätte ich jetzt eher weniger in einer Weihnachtsbox vermutet. Da sind eher so, meiner Meinung nach, eher so warme Düfte, ne? Dieses muckel mich mal ein Düfte. Ja, aber okay, ja, kann man machen, aber das ist jetzt das erste Produkt, wo ich sage, nee. Dann habe ich hier was drin und zwar auch von S. Oliver. Scent of You Luxury Shower Gel, das ist Woman 75 ml, das ist dann das Pendant zu dem, was wir für den Mann hier auch schon drin hatten. Jo, ne, dann können wir auf jeden Fall das Badezimmer in ein wunderschönes Duftwölkchen hüllen. Das riecht wirklich angenehm nach frisch gewaschener Wäsche mit einem Hauch von blumiger Duft. Finde ich gut, mag ich gerne leiden, ne? Also ich bin jetzt kein Ultra-Fan von den Parfums von S. Oliver, weil die einfach nicht lange genug halten. Da hast du in erster Linie erstmal den alkoholischen Duft und und nach 1, 2 Stunden ist meiner Meinung nach der Parfumduft dann schon verschwunden. Das ist nicht so ganz meins. Da bin ich eher ein Fan von etwas schwereren Sachen, die dann auch etwas länger auf dem Körper so verbleiben. Jo, dann habe ich hier. Da muss ich die Nase rümpfen, das tut mir leid. Ja, gut, es ist Zahnpflege, ne? Swiss Dent Dental Cosmetics Extreme Whitening Toothpaste, das ist Low Abrasion RDA 40. Da bin ich eher vorsichtig. Bei diesen Whitening-Geschichten wird von Zahnärzten eigentlich eher abgeraten, weil du damit dann ja auch den Zahnschmelz schädigst. Und da ich ja per se zum einen von Natur aus relativ weiße Zähne schon habe und sowas dann eigentlich nicht so sehr brauche, aber gleichzeitig auch noch etwas freiliegende Zahnhälse habe, ist das gar nichts für mich. Also vielleicht möchte mein Freund das verwenden oder ich gebe das weiter, aber
Ich selber werde es nicht verwenden. Cool ist natürlich, dass du hier auch noch eine Zahnbürste mit dabei hast. Ne? Das ist so eine ganz gute Geschichte. Red Dot Design Award, das ist natürlich nett. Ich will es jetzt nicht auseinanderreißen, weil es klemmt hier irgendwo auch mit drin. Auf jeden Fall haben wir hier hinter noch eine Zahnbürste. Die hätte ich jetzt ganz gut gebrauchen können, als ich meine Kliniktasche so gepackt habe. Ne? Aber gut, der Drops ist gelutscht. Ne? Aber irgendwann wird man ja auch wieder mal in Urlaub fahren oder vielleicht irgendwo auf ein Event. Und dann könnte ich das auf jeden Fall mitnehmen, jedenfalls die Zahnbürste. Ne? Da muss ich ja nicht immer die elektrische mitschlüren. Und ja, wie gesagt, also für mich ist eine Whitening Toothpaste mittlerweile leider nichts mehr. Aber vielleicht freut sich da jemand drüber. Ich bin halt nicht so Fan davon, Zahnpasten in Beautyboxen drin zu haben, weil ich einfach denke, also das ist halt eher für mich halt, ne? Eher so in Richtung medizinisches Produkt, mehr oder weniger, wo ich dann selber gezielt mir das Produkt dann kaufe und das dann halt verwende, was ich brauche, weil also Zähne zu schädigen ist immer eine heikle Geschichte, ne? Da immer vorsichtig sein. Hier haben wir jetzt das Produkt von Elemis, was ja schon angekündigt war, dass wir eins drin haben. Elemis Pro Collagen Marine Cream Anti-Wrinkle Hydrating Day Cream 15ml. Ja, Elemis ist eine beliebte, bekannte Marke, ne? Da freuen sich viele sicherlich drüber, auch so eine schöne Tagescreme drin zu haben. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, also ich mag Elemis auch tatsächlich. Muss aber sagen, dass ich tatsächlich am liebsten bei der Hautpflege auch bleibe, die ich... Also nicht bleibe, aber ja, ich kehre halt immer wieder zu Beauty Mates und Dalton in dem Sinne ja zurück. Und je Puder halt, was so Abschminkprodukte, Masken angeht. Und deswegen, ja, ab und an mal verwenden, ja, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, Mensch, das würde ich jetzt direkt in Anwendung nehmen. Da bin ich mit meiner aktuellen Hautpflegeroutine sehr zufrieden. Genau, so. Dann geht die Party weiter. Und zwar haben wir hier zwei Parfüms drin irgendwie. Also Parfümminiaturen irgendwie. Das finde ich sehr interessant. Einmal habe ich hier Good Fortune von Victor und Rolf. 7ml in Eau de Parfum drin enthalten. Das könnte vielleicht was sein. Aber normalerweise sind das eher Miniaturen. Und die sammle ich dann schon wieder für den nächsten Parfüm. Miniaturen Adventskalender-Check. Weil der von diesem Jahr ist ja schon ausgelost und auch schon... eigentlich bei der Gewinnerin eingetroffen, tatsächlich. Und hier haben wir dann die Parfümminiatur. Und ja, die werde ich dann zur Seite packen, ne? Dass ich dann 2023 wieder einen Adventskalender verlosen kann. Ich hätte es jetzt cool gefunden, natürlich für mich persönlich, wenn es ein Sprüher gewesen wäre, dann hätte ich das gegebenenfalls mal ausprobiert. Aber so wird es definitiv weiter wandern. Ähnlich wird es wahrscheinlich auch mit dem 4711 Aqua Colonia Intense sein. Pure Breeze of Himalaya. 8ml Colonia Intense, das ist einmal dieses hier. Da glaube ich auch, dass es kein Sprüher ist. Aber wie gesagt, das ist ja nicht schlimm. Und ich sammle das ja genauso wie Monolidschatten. Und dann... geht halt irgendwann auf die Reise. Ja, das ist einfach so ein klassisches. Das wird wahrscheinlich, also jetzt so allein vom Optischen her, hätte ich jetzt gedacht, wird das hier eher so in die Richtung Baumwolle oder frisch gewaschene Wäsche gehen. Und das Lilane von Victor und Rolf wird dann wahrscheinlich eher schwerer vom Duft sein. Hier habe ich jetzt was drin. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal hier in der Box drin enthalten. Und da haben alle gesagt, na schwierig. Also das ist ohne Duftstoffe, Tuch 100% biologisch abbaubar von Bullrich, Heilerde, Tuchmaske mit Zink, reduziert Pickel und Mitesser. Ist neu bei unreiner und fettiger Haut, wirkt antibakteriell. Und wir hatten sowas schon mal drin. Und das war halt so muffig. Also, dass das Tuch 100% biologisch abbaubar war, hast du dem Tuch auch direkt angesehen und angerochen. Und irgendwie hat man sich gefühlt, als hätte man sich Biomüll ins Gesicht geklatscht. Und ja, ich werde das aber trotzdem mal ausprobieren. Ich habe jetzt aktuell, ich klopfe auf Holz, wirklich noch keine Probleme mit Unreinheiten, was jetzt so die Stillphase und so weiter angeht. Ich hatte ja befürchtet, dass nach der Schwangerschaft dann wirklich alles nochmal ausbricht, weil die Schwangerschaft meine Haut richtig gut gemacht hat. Zum aktuellen Zeitpunkt echt noch nicht, was mich sehr glücklich macht und dementsprechend brauche ich die eigentlich noch gar nicht. Lege ich mir aber auf jeden Fall zur Seite, dass wenn ich dann Bedarf dran habe, dass ich mir die dann gönnen werde, ne? So, zwei haben wir noch. Einmal etwas, was natürlich super krass gut jetzt in diese Heizungsluft, trockene Luftzeit passt. Von Blistex Agave Rescue Intensive Care 24 Stunden Feuchtigkeit. Der Feuchtigkeit spenden, nein,
der Feuchtigkeit spendende Retter bei trockenen Lippen. Und Blistex sind tatsächlich auch die Lippenpflegeprodukte, die ich so aus meiner Jugendzeit einfach gerne mag. Da hatten wir auch immer dieses komische weiße Tübchen, was die Lippen so minzig gemacht hat und irgendwie ganz weird war. Und wenn man das zu viel verwendet hat, sind die Lippen ganz schön trocken geworden. Obwohl das eigentlich pflegen sollte, ne? Gut, ansonsten hatte ich halt auch immer Blistex. Und hat meinen Lippen gut getan. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich mir das zur Seite packe und dann halt auch demnächst mal verwenden werde. Sehr praktisch. Und das letzte, was hier drin ist, ist von Parsa Beauty. I'm not perfect, but my nails are. Das sind Nagelfeilen, einfach dieses, ja, ganz klassische Sandblattfeilen, ne? Perfekt manikürte Nägel. Ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Nagelfeilen sind soweit nie weg, ne? Ja, kann man sich gönnen. Zwei Stück sind hier drin. Und, ja, läuft. Gut, ihr Lieben. Das hier war jetzt der Inhalt von der Beauty.at Box für Winter 2022, denke auch 2023. Ich fand die ganz gut gefüllt. Ich meine, ich hatte das ja auch vorher schon so ein bisschen gesehen. Für mich könnte natürlich ein bisschen mehr dekorative Kosmetik drin sein. Aber es ist vor allem eine Pflegebox. Das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man die Box bestellt. Und man sieht natürlich auch den Inhalt, wenn man dann auf der Homepage nach unten scrollt, was ich einfach sehr transparent finde. Vor allem bei dem Preis ist es eine ganz gute Geschichte. Ich finde diesen Lippenstift extrem schön. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich dann doch das ein oder andere Produkt mehr mal ausprobiere aus dem Sortiment von Kaya. Also, ja, das ist also schon interessant, definitiv. Ja, ansonsten bunte Mischung, Körperpflege, Gesichtspflege, bisschen hiervon, bisschen davon. Schon cool. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr diese Box so fandet. Aber ich finde, die hat es dieses Mal wieder so ein bisschen rausgerissen. Die letzte Box war, glaube ich, nicht ganz so mein Fall. Aber die hier war jetzt besser. Wir haben jetzt vor allem keine Nahrungsergänzungsmittel drin, merke ich gerade. Das ist positiv. Ja. Da komme ich mit klar. Okay, wir haben eine Zahnpasta. Huhu. Aber ja, Zahnpasta ist immer noch besser als Nahrungsergänzungsmittel, finde ich. Aber gut, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und der Beauty.at Box. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!